Heute, am 1.7.22, ist es soweit. Die Rentenerhöhung startet. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Im Juni 2022 hat es der Bundesrat final entschieden. Die Rentenerhöhung 2022 kommt zum 1.7.22. Heute tritt die Rentenerhöhung 2022 in Kraft. Ich sage, es ist ein Grund zur Freude für viele Millionen Rentenempfänger. Wenn auch mit einem kleinen bitteren Beigeschmack, weil die hohen Gas- und Lebensmittelpreise die Rentenerhöhung auffressen werden. Aber wir sagen, was wäre denn gewesen, wenn es die Rentenerhöhung 2022 überhaupt nicht gegeben hätte? Dann würde es für viele unserer Rentenempfänger noch viel schlechter aussehen. Das vergisst man in der aktuellen Diskussion zur Rentenerhöhung leider sehr häufig. Daher ist die Rentenerhöhung für viele Menschen wirklich wichtig, dass sie kommt und dass sie zum kleinen Teil vielleicht die hohen Kosten abdeckt. Wer vor dem 1.4.2004 schon seine Rente bekommt, darf sich richtig freuen. Für ihn kommt die Rentenerhöhung schon Ende Juni 2022 auf sein Konto. Ansonsten Ende Juli 2022. Die Rentenerhöhung gilt für alle Bestandsrentner und auch für Neurentner ab dem 1.7.2022. Wenn es mit der Lohnerhöhung im Jahr 2022 so weitergeht, wie es jetzt aktuell bekannt ist, dürfte die Rentenanpassung 2023 wieder richtig hoch ausfallen. Denn die Rentenwerte folgen der Lohnentwicklung. Und nicht vergessen, heute, am 1.7.2022, startet unsere Sommeraktion für Ihre Rente. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.